Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Sims 4 Rags to Ranches. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge ist ja einiges passiert. Wir hatten den Fähigkeiten-Lernen-Feiertag oder so. Wie hieß der nochmal? Ja, sehe ich jetzt natürlich nicht mehr, ne? Was gestern war, das ist ein bisschen unpraktisch. Aber auf jeden Fall konnten wir in der letzten Folge alle Fähigkeiten schneller lernen und das haben wir gut ausgenutzt. Unter anderem hat Jamie ein neues Hobby für sich entdeckt. Also, wir wissen auch nicht, ob sie es mag. Sie mag ja vieles nicht. Aber sie hat jetzt Level 2 in der Backfähigkeit. Und warum hat sich gerade die Geschwindigkeit umgestellt? Entschuldigung. Was geht denn hier ab? Hallo? Hallo? Es schüttet wie aus Eimern. Unsere Ranch-Hilfe kommt gerade an. Rennt durch den Regen. Da ist eine Schlammpfütze. Warte mal, was? Schlammschlacht machen? Man kann eine Schlammschlacht machen? Ich bin interessiert. Ich bin interessiert. Heute möchte ich auf jeden Fall mit Kai mich auch noch so ein bisschen darauf konzentrieren, was wir noch für Fähigkeiten brauchen. Halt, stopp, mein Lieber. Was wolltest du dir denn jetzt hier holen? Nimm dir mal. Oh. Nimm dir. Probier mal die Haferflockenkekse. Er geht jetzt in seinen Kühlschrank und denkt sich so: Hä, wo kommen diese Kekse her? Die waren doch gestern, als ich ins Bett gegangen bin, noch nicht da. Was hat diese Frau schon wieder hier gemacht? Ja, aber wir haben eine nächtliche Backsession eingelegt. Er ist so bufft einfach. Es ist krass. Und echt, mir ist das gar nicht so aufgefallen, aber ihr habt mich darauf hingewiesen in den Kommentaren, dass es total komisch ist, dass er so muskulös ist, weil er ist faul und er hat jetzt auch keine Fitnessfähigkeit oder sowas. Er hat aber Level 9 Stricken, also holt vielleicht mal eure Stricknadeln raus, statt ins Fitnessstudio zu gehen. Das ist so geil. Soeben sind Rechnungen in deinen Briefkasten geflattert. Warte, wie bitte? 4.500 Simoleons? Wie soll ich das denn bezahlen? Was? What? Ach du Schande. Du hast 48 Stunden Zeit, deine Schulden zu begleichen, bevor wir deine Anlagen nach und nach abschalten. Du kannst bezahlen, indem du dein Telefon, den Computer oder den Briefkasten verwendest. Hä? Mein Haus ist vielleicht groß, ja, aber auch leer. Das ist ein Scherz. Ach du Schande. Oh, und man kann wieder für einen nachbarschaftlichen Aktionsplan abstimmen. Lass uns da mal ganz kurz reingucken, ne? Aktuell ist technische Unterstützung schon ausgewählt. Genau, für Programmierer, Raumfahrttechniker, bla bla bla. Was liegt denn hier vorne? Spaßgemeinschaft. Die Freizeit und Erholung sollte gefördert werden und nicht unterdrückt werden. Es wird Zeit, die Langeweile auszumerzen und Spaß zu haben. Stimme für diesen Aktionsplan und wir können gemeinsam abfeiern. Bewohner werden zudem mit Einfluss belohnt, wenn sie Aktivitäten im Zusammenhang mit Comedy, Unfug oder sogar Videospielen durchführen. Ist eigentlich jetzt nicht so übel, ne? Videospiele sind ja eigentlich gut für ihn. Was haben wir denn hier noch? Das hier hat auch relativ viele Punkte. Förderung der kreativen Künste. Eine echte Künstlergemeinschaft zeichnet sich durch gemeinsame Leidenschaft für die kreativen Künste aus. Wer als Maler, Stilbeeinflusser, Freelance-Fabrikant oder Schriftsteller tätig ist. Grüne Gärtner? Freie Liebe hat auch 8 Stimmen. Entschuldigung? Wenn die freie Liebe regiert, dann kannst du deinen Einfluss durch romantische Aktionen erhöhen. Ich glaube nicht. Ja, Schlemmer vereinigt euch, hat nicht so viele Stimmen. Autarkie. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich stimme jetzt mal für Spaßgemeinschaft ab. Das ist nicht so übel. Alter, sag mal. Hier geht's echt ab, ne? Das Wetter ist richtig kacke. Warum hat denn er eigentlich immer noch so viel Hunger? Er hat doch gerade sich einen Haferkeks reingezogen. Hast du den nicht aufgegessen? Warum hat er denn seinen Keks nicht aufgegessen? Ist das meine Schuld? Vielleicht. Er will 8 Stunden auf dem Grundstück bleiben, weil er faul ist. Okay. Jetzt geh mal bitte deinen Keks essen, mein Süßer. Geh mal deinen Keks essen, Schätzchen. Hallo, was machst du denn? Keil? Ist alles gut bei dir? Keil. Keil. Ich lasse dich jetzt hier mal kurz im Regen stehen. Ich lasse dich jetzt hier mal kurz im Regen stehen, okay? Überleg dir, ob du nicht vielleicht doch reingehen willst. Jamie ist auch fast ausgeschlafen. Die können sich auch einen Keks holen zum Frühstück. Hier, Haferflockenkeks. Oh, jetzt habe ich sie geweckt. Naja. Und dann gucke ich mal, wie sieht es denn hier draußen aus? Die Ranch-Hilfe ist schon fleißig am werkeln. Unser Garten ist fleißig am wachsen. Oh, wir müssen Unkraut jäten heute. Und aber wir können auch viel ernten, das ist sehr schön.
Ui, guck mal, was hier gewachsen ist. Eine Lilienpflanze. Wofür wollte ich noch mal? Ach, ich wollte irgendwie. Kann man nicht, wenn man Löwenmäulchen und Lilien irgendwie zusammen mercht, kriegt man dann schon die Blume des Lebens? Ah, ich muss noch mal gucken. Kyle, wie sieht's aus? Sag mal, es ist doch hier ein Bug, oder? Wie kann ich den denn zurücksetzen? Funktioniert Reset Sim? Cool, hat funktioniert. Wo ist Kyle? Das sieht aber nicht gesund aus mit dem Regenschirm hier. Wo ist mein Keks jetzt weg? Du willst mich doch verarschen. Okay. Haferflockenkeks. Ach, da ist schon wieder was kaputt gegangen. Sag mal. Also irgendwas passt hier gerade nicht. Ich habe doch meine Mods extra geupdatet. Wartet mal, wisst ihr was? Ich lade mal ganz kurz neu. Okay, so, das sieht doch gut aus. Er hat zumindest keinen kaputten Regenschirm mehr in der Hand. Jetzt nimm dir doch bitte nochmal einen Keks, mein Oh, Lieber. Jim Whipsy. Tele Jim Whipsy. Ja, bitte nimm den Keks, danke. Okay, und unser Waschbecken ist am Arsch. Ich glaube, das lasse ich Kyle machen, oder? Geschicklichkeit ist glaube ich, immer gut. Passt auch irgendwie zu seiner Karriere, ne? Technikguru, ja, genau. Mach das mal, mein Lieber. Und was machst du da? Keine Ahnung, was sie schon wieder gemacht hat, ne? Keine Ahnung. Wir können mal einen Blick auf die Wettbewerbstafel werfen. Wir haben ja in der letzten Folge auch mit Spirit ziemlich viel gelernt, ne? Okay, also für Fassrennen reicht es noch nicht. Ach, wir haben für die Profirennen haben wir wieder nicht genug Geld. Da müssen wir erst ein bisschen was machen. Oh, aber wir können Springreiten für Fortgeschrittene machen. Das ist voll geil. Dieses Pferd hat gute Laune, wodurch die Siegeschancen leicht verbessert werden. Spirit hat gute Laune? Seid ihr euch da ganz sicher? Das will ich aber sehen. Warum wird mir das hier schon wieder nicht angezeigt? Ja, gut. Wir gehen mal kurz zu ihm rüber und umarmen ihn. Ja, lass mal das Geschirr jetzt stehen. Das juckt mich nicht. Ja, genau. Wir gehen mal rüber auf die Koppel. Oh, ich muss auf jeden Fall hier hinten noch eine Treppe und auch eine Tür einbauen. Aber erst. Oh nein! Oh, sie ist im Schlamm ausgerutscht. Wie cool! Also für sie ist es wahrscheinlich nie so cool, aber also ich finde es cool, dass es geht. Das ist richtig cool. Sie sieht allerdings ein bisschen unglücklich aus. Es tut mir leid, liebe Jamie. Vielleicht hättest du aber auch nicht unbedingt durch die Pfütze rennen müssen, ja? Hä, der ist glücklich und dem geht's wirklich ausgezeichnet. Ja, dann, hier, was habe ich gesagt? Ausdauer? Nee, Springreiten habe ich gesagt, ne? Genau, geilo. Hey, wenn wir den gewinnen, dann haben wir jetzt. Ach nee, hier, Fassrennen haben wir noch nicht fortgeschritten gewonnen. Aber wir kommen gut voran. Für den ersten Platz gibt es 750 Simoleons. Das gönnen wir uns. Ich will nämlich einen Computer auch kaufen und das wäre natürlich perfekt. Jamie geht es eigentlich auch ganz gut. Sie ist energiegeladen. Das Einzige, was nicht so gut ist, ist ihre Hygiene, aber hey. Das wird schon. Okay, Spirit ist schon verschwunden. Ich hoffe, wir gewinnen das. Ich hoffe, wir gewinnen das. So, er ist auch fertig. Hier, plünder mal diese Teile da, die da rumliegen. Jamie hat sich bei einem Springreitenwettbewerb angemeldet. Wunderbar. Ich weiß nicht, was ich von diesem System halten soll. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich nervig, dass jedes Mal, wenn man was repariert, dass da so ein Müllhaufen auf dem Boden rumliegt. Das hätte man vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich glaube, da hätte es noch eine bessere Lösung gegeben, aber hey. Ich will mich hier auch nicht so viel beschweren, ne? Wo ist denn die Mülltonne eigentlich? Ach, die Mülltonne ist da hinten. Ah, okay. Wann kommt Jamie zurück? Dauert noch ein bisschen. Ach, hier ist die Mülltonne. Da muss man ganz schön weit gehen, ne? Und ich kann ein paar Sachen weiterentwickeln. Sehr schön. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich für deinen Job, mein Lieber? Warte doch mal. Videospiele spielen gerade erst begonnen. Ja, ich hätte halt gerne einen PC, ne? Oh, aber wir können mal gucken. Musst du ja eigentlich auch duschen oder so? Nee. Wir können mal gucken, was heute so für Gelegenheitsjobs im Angebot sind. Rasenpflege? Wanderkumpel, Level 2 der Fitnessfähigkeit. Ja, er hat halt keine Fitnessfähigkeit, ne? Kommt noch. Das kommt noch. Brauche Leckereien. Bezahlte Strandreinigung. Ich glaube, wir machen Rasenpflege hier.
Du magst mich vielleicht für verrückt erklären, aber ich habe ein Problem mit Zwergen. Sie müssen irgendeinen magischen Wachstumsstaub in meinem Garten verteilt haben. Ich habe keine Zeit, den Rasen zu mähen, also brauche ich deine Hilfe, okay? PS, wenn du meine verschwundenen Socken findest, bekommst du ein Trinkgeld. Ja, komm, wir holen deine Socken. Wir holen dir deine Socken. Ey, ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen geschockt, wie gut er aussieht. Er ist schon Eye Candy. Ich finde, er ist Eye Candy. Wir haben auch gar nicht mehr viel Zeit. Er muss eigentlich wahrscheinlich um 12 schon los. Das ist perfekt. Und ich glaube, wenn er wieder da ist und Jamie wieder da ist, dann kann ich ihm vielleicht einen PC kaufen. Vielleicht sogar einen geilen. Ach, aber ich muss auch Geld für die Rechnungen zurücklegen, ne? Oh, warum müssen wir denn... Entschuldigung, Bronzemedaille? Ist das dein Ernst? Bronze? Warum habe ich nur Bronze? Wunderbare Leistung, du hast mit deinem Pferd den dritten Platz beim Springreiten der Schwierigkeit fortgeschritten erreicht. Die Kombinationen waren knifflig, aber dein Pferd hat sie geschickt genug gemeistert, um die Menge zu begeistern. Ja, so eine Kacke. So eine Kacke. Da, ich bin voll enttäuscht. Ich dachte, wenigstens Silber wäre drin. Ja, naja, okay. Jamie Lyon, weißt du was? Wir gehen jetzt nicht duschen, wir gehen erst in den Garten, weil danach bist du wieder schmutzig und das ist dann irgendwie ein bisschen blöd, ne? Geh mal hier alles abernten. So eine Kacke. Ich hatte ja schon auf mehr Geld gehofft, ne? Wir haben halt jetzt mit, wenn man hier die Teilnahmegebühr abzieht, oh, Level 7 der Gartenfähigkeit erreicht, wenn man die Teilnahmegebühr abzieht, dann haben wir halt nur 250 Simoleons Gewinn gemacht. Das ist irgendwie... Ich hatte mir das ein bisschen besser vorgestellt. Ach, warum kann ich denn nicht Unkraut jäten, wenn das nicht in der Saison ist? Das finde ich total blöd. Naja, okay. Was kann ich denn hier noch weiterentwickeln? Das da? Nee, kann ich nämlich auch nicht weiterentwickeln, weil ist nicht in der Saison. Also das, ich finde das Gartensystem, das nervt mich, ehrlich gesagt. Aber gut. Wir pflanzen jetzt noch ein paar Sachen an, weil wir haben ja auch neue Sachen abgeerntet, ne? Was haben wir denn hier? Paprika. Hier, Paprika haben wir schon geerntet. Da können wir drei anpflanzen. Das, was ist das denn? Weinrebe. Aber die ist noch nicht gewachsen. Dann haben wir hier schwarze Boden. Kruzifix. Hier. Was ist das denn? Warum kann ich es nicht dahin ziehen? So, nein. Da machen wir da noch eine hin. Und hier grüne Bohnen. Das sind die da? Ja. Okay, so, dann gehen wir das mal alles anpflanzen. Wenn ich es schaffe, da drauf zu klicken. Ja, und dann. Ach nee, wartet mal. Habe ich eigentlich. Oh, ich habe keinen fein gereiften Nektar in meinem Regal. Kacke. Ah, oh, sonst hätten wir da nämlich schon was verkaufen können und dann hätten wir unsere Rechnung bezahlen können. Vielleicht muss ich das aber trotzdem machen. Vielleicht muss ich einfach Nektar verkaufen, der noch nicht fein gereift ist, damit wir die Rechnung bezahlen können. Wobei, ich meine, Kyle hat ja. Kyle hat auch morgen seinen ersten Arbeitstag, ne? Ja. Er verdient aber auch nicht so wahnsinnig viel. Also ich. Boah. Ich dachte, wir hätten jetzt eigentlich die Zeit der großen Geldsorgen hinter uns, aber scheinbar nicht. Ich weiß nicht, wo diese Rechnungen herkommen, aber eines weiß ich. Wir müssen in Solaranlagen investieren, Leute. Und in so einen Taufänger und sowas. Aber das kostet halt auch alles Geld, ne? Das ist mir hier gerade ein bisschen zu realistisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Warum muss ich Geld bezahlen, um dann Geld zu sparen? Das ist unfair. Cupcake ist in die Jahre gekommen. Cookie ist in die Jahre gekommen. Warum kriege ich eigentlich jeden Tag diese Meldung? Ich habe es jetzt langsam verstanden. Naja. Gut, der Garten ist jetzt mal abgehakt. Und Jamie, er hat beschlossen, duschen zu gehen. Das ist eigentlich okay. Da habe ich nichts dagegen. Wir haben richtig viel abgeerntet. Genau. Habe ich eigentlich. Ich habe von dem Löwenmäulchen habe ich noch keine Ableger genommen, ne? Aber ich könnte Ableger nehmen von. Was ist denn das nochmal? Die Lilie. Genau, wir haben dreimal Löwenmäulchen und einmal Lilie. Dann nehmen wir nach der Dusche gleich einen Ableger. Ja, Mann, ich will doch mein Haus erweitern und nicht nur für den Staat arbeiten hier. Diese Rechnungen, die machen mich echt fertig. Ich bin ein bisschen schockiert. Wann kommt eigentlich Kyle nach Hause? Der müsste gleich wieder da sein. 79 Simoleons. Das ist nichts.
Heieiei, hol dir mal Gartensalat, mein Lieber. So, was haben wir hier? Für ein Strandgrundstück gab es im Garten tatsächlich überraschend viel Gras. Kyle mähte den Rasen absolut präzise, womit Lana sehr zufrieden war. Die Kundin versicherte, dass sie eine gute Bewertung im Gelegenheitsjobs-Profil von Kyle hinterlassen würde. Ach stimmt, man kann da auch irgendwie seinen Ruf verbessern, ne? Dann gucken wir da vielleicht nochmal gleich rein. Ich habe nämlich das Gefühl, wir müssen in den nächsten Tagen ein paar extra Schichten einlegen hier. So, Kylie ist. Kylie. Jamie ist auch fertig, dann können wir gleich rausgehen und einen Ableger von der Lilie nehmen. Wann sind die? Achso. Achso, kann ich hier eigentlich irgendwas machen? Level 2 der Schelmfähigkeit, Level 1 der Mixenfähigkeit, Fitness. Hier, dafür brauche ich überhaupt keine Fähigkeiten. Lavinia hat eine Bestellung bei Babs Waffeln abgegeben, aber sie kann sie nicht selber abholen. Ja, komm, wir holen das für dich. Das ist gar kein Problem. Wo ist sie denn gerade hingelaufen? Okay, haben wir jetzt einen Ableger? Ja. Gespleister Gartensprössling von Lilie. Kann ich das hier schon dran bauen? Ich kann das hier tatsächlich schon dran. Ja, komm, dann machen wir sofort. Errungenschaft, Verbindung des Lebens. Schalte durch Veredelung eine neue Pflanzenart frei. Gekreuzte Pflanze. Daran wächst jetzt Löwenmäulchen, Orchidee und Lilie. Warte mal, hä? Aber ging denn das jetzt nochmal mit der Blume des Lebens? Ich hatte das doch schon mal. Ich hatte das doch schon im Kopf. Aber scheinbar nicht. Okay, naja. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch ein bisschen Nektar. Weil wir brauchen unfassbar viel Geld. Die Rechnungen, die brechen einem echt das Genick, ey. Ich bin immer noch schockiert von diesen Rechnungen, ganz ehrlich. Das ist auch krank. Ja, ich weiß, du hast keinen Bock. Du hast keinen Bock. Es macht dir keinen Spaß. Aber es geht halt jetzt nicht anders, okay? Wir brauchen Kohle. Wir brauchen einfach Kohle. Was soll ich dir sagen? Und dann schauen wir mal, ob morgen Nektar fein gereift ist. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wir haben hier 10-mal Apfelnektar. Moderat gereift. Ja, zur Not muss ich den moderat gereiften verkaufen, ganz ehrlich. Es geht halt dann nicht anders. Aber ich will auch nicht, dass mir hier Strom und Wasser abgestellt werden. Oh, und danach müssen wir, glaube ich, eine Essenspause machen. Was mit Kyle? Der kriegt wieder nicht seinen PC, glaube ich. Dieses Preisgeld wäre schon sehr nice gewesen. Das wäre schon nice gewesen, aber gut. Manchmal ist es so, ne? Manchmal wirft einem das Leben Steine in den Weg. Nee, legt einem Steine in den Weg. Ich bin so gut. Ich bin so gut mit Redewendungen. Okay, wir lagern mal alle Nektarflaschen hier im Regal. Super, wir haben eine extra Charge gepresst. Und die Abstimmung wurde beendet. Spaßgemeinschaft hat die meisten Stimmen von der Gemeinschaft erhalten und tritt sofort in Kraft. Ja, das ist in Ordnung. Und Kyle hat ungefähr 40 Simoleons verdient. Das ist nichts. Na gut. Kyle, es tut mir leid. Aber ich fürchte, du wirst ja, an deinem Smartphone spielen müssen. Dieser blöde Regenschirm, kann ich den verkaufen? Ich will den nicht. Kann ich den nicht verkaufen? Ach so, naja, okay. Wie geht denn das hier? Unterhaltung? Im Spiel spielen, genau. Spiel mal ein bisschen, mein Lieber. Ja, und Jamie, was machen wir heute noch? Och nein, das ist nicht dein Ernst. Der ist schon wieder kaputt. Ich raste aus. Hallo, warum spielst du nicht? Warum liest er ein Buch? Ich habe dir gesagt, du sollst Videospiele spielen. Ist das dein Ernst? Das bevorzugst du, ja? Ich meine, no judgment. Bücher sind schon auch geil, aber ich wollte eigentlich, dass du jetzt hier was für deinen Job machst. Was liest er denn überhaupt? Liebe in Zeiten der Stulle. Genre Romantik von Honcho Sorgensen. Was machst du denn? Ich weiß es nicht. Wir reparieren jetzt mal hier. Ach so, wartet mal. Ich muss hier das erst aufwischen, ne? Da war irgendwas. Also sie hat sich jetzt für Kekse statt Salat entschieden. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Kann ich das da auch wegwischen? Nee. Ja, komm, wir. Halt, stopp. Nee, jetzt. Hör mal auf jetzt damit. Reparieren. Warum kann er den jetzt nicht reparieren? Weil sie auf einem Stuhl sitzt oder was? Nee, doch, geht schon. Ach,
Ja, die Sorgen des Alltags. Ich sag's euch, es ist gut, dass wir noch keine Kinder haben. Gut, dass wir noch keine Kinder haben hier, ne? Ich muss an Geld kommen. Spirit? Ach du Schande, wie viel. Was liegt denn hier alles rum? Okay. Wir platzieren jetzt erstmal hier das ganze Zeug in unserem Inventar. Zumindest das hochqualitative. Die hochqualitativen Häufchen holen wir uns. Faith Rainy möchte vorbeikommen. Nee, Faith. Bist du nicht eigentlich noch. Ist sie schon weg? Ich glaube, die ist tatsächlich schon weg. Okay. Ja, wir sammeln jetzt erstmal die guten Häufchen, sammeln wir ein und die schlechten Häufchen werfen wir weg. Genau, dann sieht es hier wieder einigermaßen anständig aus. Ach lol, da lag auch noch einer, den habe ich gar nicht gesehen. Eigentlich könnten wir auch noch irgendwas düngen, oder? Vielleicht am besten. Ah, kann ich das? Nee, ich kann das nicht düngen, weil das ist nicht in der Saison. Okay. Wo ist denn eigentlich? Was macht er denn? Verstecke dich unter der Decke? Ach, Mäuschen, okay. Ja, es ist nicht das geilste Wetter, da hat er schon recht. Vielleicht sollten wir bei dem Wetter echt nicht hier draußen rumhängen. Aber was machen wir denn dann noch mit unserem Tag? Ein bisschen Spaß brauchen wir noch. Ach, und was mir noch einfällt, wie viel Zeit haben wir noch für diese. Das da? Ist das das hier? Geldheirat. 3 Tage. Wir haben noch 3 Tage Zeit. Vielleicht, Leute, vielleicht sollten wir uns Kyle anvertrauen. Kyle, ich muss dir was sagen. Streng vertrauliches Geheimnis enthüllen. Ich muss dir was sagen. Ich habe letztens einen Anruf bekommen, der war ein bisschen weird, aber ich dachte mir, können wir eigentlich machen, oder? Was meinst du? Sollen wir heiraten? Er sieht noch ein bisschen skeptisch aus, oder? Er sieht ein bisschen skeptisch aus. Was meinst du, Kyle? Was? Was für ein Denkanstoß. Kyle scheint das Gespräch mit Jamie genossen zu. Okay. Genossen zu haben, besonders als die beiden ernstere, nachdenklich stimmende Themen angeschnitten haben. Ein Gespräch ist nur dann ein gutes Gespräch, wenn der Geist gefordert wird. Könnte dies bedeuten, dass Kyle tiefgründige Gedanken mag? Warum nicht? Warum nicht, mein Lieber? Hier, wir sagen mal. Oh, Tag verschönern. Und Leute. Oh, warte mal, was war das? Über Rechnungen beschweren. Ja, hell yes. Ich will mich auf jeden Fall über die Rechnungen beschweren. Ich meine, das ist halt auch ein guter Punkt, ne? Level 5 der Charisma-Fähigkeit erreicht, bla bla bla. Es ist schon ein guter Punkt. Oh mein Gott. Hat sie ihm gerade genannt, wie hoch die Rechnungen sind? Nee, warte mal, er hat ja die Rechnung geholt, ne? Er weiß das schon. Es ist ein guter Punkt, der da in die Entscheidung vielleicht auch mit reinfließt, wenn du gerade 4.500, eine Rechnung über 4.500 Simoleons bekommen hast. Und dann kommt jemand an und bietet dir Geld an, dafür, dass du denjenigen heiratest, den du eigentlich eh vorhattest, irgendwann zu heiraten. Ich würde mal sagen, das spielt in die Entscheidung schon ein bisschen mit rein, oder? Wir machen erstmal hier knuddeln. Ich will jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. So, Romantik. Heiratsantrag machen. Aber da brauche ich jetzt hier eine gute Sicht. Da brauche ich jetzt hier eine sehr gute Sicht drauf. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Halt, stopp! Oh, ich kann nicht pausieren im Kameramodus. Warum nicht? Ich hoffe so, dass er ja sagt. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass er vielleicht nicht ja sagt. Das wäre so sad. Das wäre so unfassbar sad. Bitte sag ja, Kai. Ich glaube, er hat ja gesagt. Leute, er hat ja gesagt. Und geh doch jetzt nicht zu Spirit raus, Mann. Mach doch bitte ein Techtelmechtel. Jamie hat sich soeben mit Kyle verlobt. Oh mein Gott. Ich bin so froh, dass es funktioniert hat. Ah, ich freue mich total. Aber ich glaube, das ist auch die richtige Entscheidung. Vielleicht kennen die sich noch nicht so lange, aber ich glaube, es gibt auch einfach Beziehungen, da spielt es nicht so eine große Rolle, wie lange man sich kennt. So, da vielleicht, ich glaube, es gibt Beziehungen, da merkst du einfach schon nach einer kürzeren Zeit, ob es passt oder nicht.
Und ich bin auch ehrlich gesagt nicht davon überzeugt, dass es so extrem die Erfolgschancen erhöht, je länger man zusammen ist, bevor man heiratet. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, es kann ja immer noch was schief gehen, deswegen. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich älter werde. Okay. Ja, ich glaube. Alter. Ich denke, Jamie wird sich jetzt noch ein bisschen Salat reinziehen. Gartensalat. Hat er auch Hunger? Er müsste vielleicht noch kurz mal duschen gehen. Geh mal kalt duschen. Geh mal kalt duschen, Kyle. Kyle? Ja, genau. Und dann kannst du dich wieder hinlegen. Und Jamie kann sich dann auch hinlegen. Und, ja, ich glaube, dann war das war jetzt nicht so ein erfolgreicher Tag wie der davor. War eher ein Tag voller emotionaler Höhen und Tiefen. Erst kam diese Schockrechnung. Boah. Und dann, jetzt haben sie sich verlobt, was eigentlich schon sehr schön ist, ne? Diese Sims sind verlobt und wollen heiraten. Merkt ihr das Datum? Ja, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir das tatsächlich morgen gleich machen, ne? Mit der Hochzeit. Haben wir überhaupt Leute, die wir einladen können? Haben wir Freunde? Faith. Ja, Vincent will ich eigentlich nicht einladen, ne? Leute, wir haben gar keine Freunde, die wir einladen könnten. Hat Kyle Freunde? Kyle kennt überhaupt niemanden. Hey, das finde ich ein bisschen blöd. Ich will, also wenn ich schon eine Party feiere, dann will ich, dass da auch jemand kommt, ne? Naja, darüber machen wir uns noch Gedanken. Vielleicht lernt er ja Arbeitskollegen kennen oder so. Naja, wir lassen das mal auf uns zukommen. Midlife Crisis überstanden. Die Midlife Crisis von Jamie ist vorüber und sie blickt wieder nach vorne. Sie hat eine lebensverändernde Phase durchgemacht und ist jetzt zufriedener mit dem, was sie bisher erreicht hat. Okay. Inwiefern haben wir uns denn jetzt eigentlich verändert? Sprunghaft, aktiv, hoher Stoffwechsel. Die kamen neu dazu, ne? Glaube ich. Ach nee, warte mal. Das ist wegen Wahl eines Sportbestrebens. Never mind. Was haben wir hier? Midlife Crisis gehabt. Selbstfindung durchlebt. Verlobt. Jamie hat sich mit Kyle Kylson verlobt. Ah, ich lieb's. Oh mein Gott. Warum ist sie denn so gut drauf? Ich habe noch gar nicht damit gerechnet, dass sie jetzt aus dem Bett springt, aber okay. Wir hüpfen mal unter die Dusche. Und essen noch ein paar Haferflockenkekse. Genau, was ist mit Kyle? Der ist auch bald ausgeschlafen. Wann musst denn du in die Arbeit, mein Lieber? Um 10 erst. Ja, easy peasy. Oh, sie ist voll glücklich. Sie singt unter der Dusche. Cute. Ich lasse Kyle mal noch ausschlafen, glaube ich. Und dann muss er aber ganz dringend Pipi machen. Ist er schon ausgeschlafen? Ja, ich glaube, das reicht. Ah, nee, Quatsch. Aber gleich ist er ausgeschlafen. Dann kannst du dir auch... nimm dir mal Herzkekse. Gut, und ich guck mal. Oh, endlich haben wir wieder schönes Wetter. Das war gestern echt ein bisschen deprimierend, ne? Hab ich einen Reshade an? Warum kann ich den Reshade hier gerade nicht öffnen? Das ist ja weird. Naja, darum kümmere ich mich später. Jetzt gucke ich erstmal raus in den Garten. Wie sieht's denn hier aus? Ah, ich kann wieder Lilien ernten. Das ist sehr schön. Muss ich was gießen? Ich glaube nicht. Okay. Ja, dann ernten wir erstmal ein paar Sachen ab hier. Wie sieht's hier aus? Oh, wir haben immer noch keinen feingereiften Nektar. Mann, ich würde den so gern fein reifen lassen, aber ich glaube, das können wir uns ehrlich gesagt nicht leisten. Ich glaube, das können wir uns nicht leisten. Wir müssen Zeug verkaufen, damit wir die Rechnungen bezahlen können. Ey, so ein Mist aber auch, ne? Richtiger Mist. Kyle, wie sieht's bei dir aus? Der ist gerade am Frühstücken. Okay. Was haben wir denn für Wünsche? Speisen essen, schwierige Probleme lösen. Und haben wir hier das jetzt schon abgeschlossen? Nee. Du musst noch ein bisschen Videospiele spielen, ey. Dass er sich so standhaft weigert, Videospiele zu spielen. Finde ich wirklich faszinierend. Oh, das dauert ja ewig. Wisst ihr was? Das gehen wir nochmal an, sobald er einen PC hat. Lektion faul. Kyle ist ein fauler Sim. Faule Sims schauen lieber fern, als andere können sich überall hinlegen und geben nicht viel auf körperliche Betätigung. Oh, ich schieb's auf die Schrift. Die Schrift ist zu klein. Oh, Jamie ist draußen bei den Pferden. Ja, was machen wir jetzt? Sollen wir in die Stadt gehen und Nektar verkaufen?
Ich bin ein bisschen angepisst. Ich sag's euch, wie es ist. Schauen wir mal rein. Was haben wir denn hier? Was ist das? Erdbeernektar. Leicht gereift. Mann, ich möchte nicht. Und hier moderat gereift. Ja, wisst ihr was? Wir nehmen den Apfelnektar. Oh. Warum kann ich den nicht? Doch, ich kann den rausnehmen. Okay. Gehen in die Stadt und verkaufen den. Auch wenn es mir ein bisschen in der Seele wehtut, aber wir brauchen halt Kohle, ne? Hier. Zutaten übertragen. Damit unser Inventar auch ein bisschen aufgeräumter ist. Aber wir müssen unsere Rechnung bezahlen. Manno. Tägliche Obergrenze für einen Lebensstil erreicht. Okay. Ja, Mann, du hast 24 Stunden Zeit, um deine Rechnungen zu bezahlen. Ich bin ja schon dabei. Ich bereite mich schon darauf vor, okay? Ich möchte aber eigentlich gerne warten, bis Kyle zur Arbeit gegangen ist. Was ist das? Küssen? Ja, ein bisschen Romantik. Ich möchte sicher gehen, dass er in die Arbeit gegangen ist, bevor wir in die Stadt aufbrechen. Vielleicht könnten wir Spirit mitnehmen. Oder wartet mal, sollen wir mit Spirit gleich noch einen Wettbewerb machen? Wir müssen nämlich hier diesen Springwettbewerb auf jeden Fall nochmal probieren. Weil das lasse ich nicht auf mir sitzen, diese Bronzemedaille. Was ist denn mit Spirit? Er ist schlecht gelaunt. Ja, gestern war er gut gelaunt. Ich war trotzdem nur den dritten Platz gemacht. So eine Kacke. Hygiene gut. Okay, wir gehen mal zu ihm rüber und muttern ihn auf. Jamie? Ja. Gehen mal rüber und sorgen dafür, dass er ein bisschen bessere Laune bekommt. Aber so eine Goldmedaille, wenn jetzt, das wäre schon. Wäre schon gut, ne? Kyle muss in einer Stunde bei der Arbeit sein, alles klar. So, dann, wir können ihn auch nochmal umarmen. Dann noch ein bisschen Pferdepflege. Hier Fellbürsten und Hufe säubern. Hat er Hunger? Nee, ansonsten geht es ihm eigentlich richtig gut. Aber er ist halt ein bisschen unglücklich, ne? Ist er immer noch unglücklich? Ja, traurig ist er. Was machen wir denn mit dir, kleiner Mann? Die sind so süß, die kleinen Viecher. Was machen wir denn mit dir? Wir fragen ihn mal, was los ist. Vielleicht lässt sich das Problem ja beheben. Ach, Spirit ist ein liebesbedürftiges Pferd und fühlt sich traurig, da er am liebsten aus der Hand gefüttert wird. Okay, Brudi? Aus Hand füttern? Präriegras. Gar kein Problem, mein Schatz. Überhaupt kein Problem. Ja. So, ich hoffe, das macht ihn jetzt glücklich. Schon süß. Und? Was soll ich sagen? Er ist glücklich. Okay. Dann Wettbewerb, Springreiten fortgeschritten. Und diesmal will ich hier den ersten Platz sehen, ihr Lieben. Okay? Strengt euch an. Sie haben sich gestern auch angestrengt. Das war nicht unsere Schuld. Die Konkurrenz war einfach zu stark. Okay, Kylie. Kai geht zur Arbeit. Wunderbar. Okay. Jamie ist beim Springreitenwettbewerb. Er geht zur Arbeit. Kann ich eigentlich auswählen, was er in der Arbeit machen soll? Geht das irgendwie? Das muss doch eigentlich irgendwie gehen, oder? Ach, hier. Ach, ich muss da auf das da klicken. Okay. Fleißig arbeiten, früher verlassen, mit Kollegen Kontakte knüpfen. Das möchte ich gerne. Macht er das jetzt? Ja. Okay. Sehr schön, weil dann könnten wir vielleicht auch Freunde finden. Thank God, wir haben die Goldmedaille bekommen. Okay, als der Wettbewerb intensiver wurde, hast du dich mit deinem Pferd in die Herausforderung gestürzt und eine Profit. Ach nee, echt nicht profitwürdig. Eine profiwürdige Leistung erbracht. Es wird Zeit, die Ränge hinaufzuklettern und es mit der fähigeren Konkurrenz aufzunehmen. Okay, Wunderbärchen. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Geld als vorher. Das freut mich. Ja, aber ich glaube, wir müssen trotzdem in die Stadt gehen. Oder sollen wir noch abwarten, bis er nach Hause kommt? Aber er wird niemals genug nach Hause bringen, dass wir diese blöden Rechnungen bezahlen können, ganz ehrlich. 18 Uhr kommt er wieder. Nee. Es hilft nichts, Leute. Es hilft gar nichts. Es hilft nichts. Wir müssen in die Stadt und unseren Nektar verkaufen. Und es macht mich sehr traurig. Weil heute ist nicht mal der Tag, wo man mehr Geld dafür bekommt. Wisst ihr? Heute ist nicht mal der mysteriöse Rancher in der Stadt. Das heißt, wir gehen einfach da zu diesem Supermarkt, zu diesem Tante-Emma-Laden und verkaufen da unseren Nektar und müssen jeden Preis nehmen, der uns angeboten wird. Naja. Was soll's, ne? In der Not frisst der Teufel Fliegen.
Objekte verkaufen. Hilft ja nichts. Oh, vielleicht treffen wir auch jemanden, mit dem wir uns ein bisschen unterhalten und den wir dann auf unsere Hochzeit einladen könnten, weil, also, das ist irgendwie blöd. So ohne Freunde. Apfelnektar. Ja, komm. 5000, davon können wir die Rechnung bezahlen und dann bleibt uns sogar noch ein bisschen was übrig. Soll ich noch was anderes? Nee, den Rest verkaufen wir dann wieder auf dem Markt. Wie gehabt. Sind hier Leute vielleicht? Irgendjemand? Da drüben läuft jemand rum. Gabriel. Ha. Hab ich dich. Mit dir will ich mich anfreunden, liebe. Wie heißen die nochmal? Sienna Grove. Fröhlich vorstellen. Auf jeden Fall. Du wirst auf meine Hochzeit eingeladen, Sienna. Vielleicht können wir sogar einen mysteriösen Rancher einladen. Wie ist unsere Beziehung zu Roberto? Hä, ja, das ist okay. Den können wir auch einladen. Sind wir schon Freunde? Freund, ja. Dann freuen wir uns jetzt noch mit Sienna an. Dann haben wir schon mal zwei Gäste. Wie sieht es denn bei ihm aus? Hat er schon jemanden kennengelernt? Irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Naja, okay. Ich lasse ihn mal machen. Ist ja sein erster Tag. Okay, hallo Sienna. Mach mal ihr ein Kompliment. Kyle hat Jay auf der Arbeit getroffen. Sehr schön. Der heißt wirklich einfach nur Jay Huntington der Dritte. Oh mein Gott, sieht der versnobbt aus. Ah, ich kann nicht auf sein Profil zugreifen gerade. Schade. Der sieht echt sehr versnobbt aus. Okay, hier mal von Natur schwärmen. Über Geschicklichkeit reden. Wir können aber in ihr Profil gucken. Gut kompatibel, Bekannte. Ja, und wir wissen eigentlich sonst noch gar nichts über sie, ne? Aber gar kein Problem, das kriegen wir hin. Hier, Tag verschönern. Reittipps geben. Weiß ich nicht, ob sie die braucht als Reittrainerin. Über Gartenarbeit schwärmen. Ah ja, perfekt. Jamie hat folgende Merkmale von Sienna kennengelernt. Liebt die Natur. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Ah ja, okay. Hallo? Kannst du bitte nicht einfach gehen? Was soll das denn? Hä? Ich hatte voll viele Interaktionen hier schon. Sag mal, ist das ein Babybauch? Ich schwöre euch, das ist ein Babybauch. Sienna kriegt ein Baby. Ja, cool. Hier, dann machen wir nochmal dramatische Geschichte erzählen. Über Reiten reden. Ich möchte auf jeden Fall, dass wir uns gut genug mit ihr anfreunden, dass wir sie auf unsere Hochzeit einladen können und sie auch tatsächlich kommt. Das wäre ja schön. Wir machen nochmal von Natur schwärmen. Und ich behalte hier so den. Warum geht sie denn einfach? Ich finde das blöd. Geh doch nicht weg. Vielleicht müssen wir sie zu uns nach Hause einladen. Aber ich weiß nicht, ob wir uns schon gut genug kennen, dass sie dann auch kommt. Wisst ihr, was ich meine? Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Oh, sie hat gerade an ihr Baby gedacht. Voll süß. Hier, schmeicheln. Ich finde, hier oben sieht es immer aus, als wäre der Balken schon weiter als hier unten. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass der hier länger ist. Und der kürzer, ein bisschen komprimierter. Was könnten wir denn noch? Was gibt es denn noch so? Tiefgründige Gedanken? Hier, tiefgründige Unterhaltung. Die kommt eigentlich immer recht gut an. Oh, Jamie hat folgende Merkmale kennengelernt. Gesellig. Okay, cool. Diese Sims erhalten starke Stimmungen von freundlichen Sozialkontakten. Ihr Sozialbedürfnis sinkt schnell und sie erhalten mehr negative Stimmungen, wenn ihr Sozialbedürfnis auf einem niedrigen Stand ist. Oh. Okay. Warum gehst du dann die ganze Zeit weg von mir? Ich will mich nur mit dir unterhalten. Was könnten wir denn noch machen? Über Interessen reden nochmal? Boah, warum machst du denn nicht, was ich dir sage? Hier lustige Geschichte erzählen, bevor sie wieder wegrennt. Und ich glaube, dann gehen wir nach Hause. Ja. Wir gehen nach Hause. Jamie hat nämlich Hunger. Dann ziehen wir uns irgendwas zu essen rein. Sag mal, was habe ich denn hier gerade für einen Geist gesehen? Ach so, das ist Don Guzman. Den gab es ja auch noch, richtig. Wir ziehen zu Hause was zu essen rein. Ich glaube, dann probieren wir einfach mal, ob wir Sienna zu uns einladen können.
Das müsste doch eigentlich funktionieren. Da sind wir wieder. Haben wir noch Salat? Bitte sag, dass wir noch Salat haben. Warum ist denn hier schon wieder die Toilette kaputt? Oh mein Gott. Reparieren. Dann holen wir uns Salat. Aber wir haben keinen Salat mehr. Oh, Kacke. Okay. Verdorbenes Essen aussortieren. Mittagessen servieren. Was machen wir uns denn? Ich fühle mich jetzt eigentlich nicht mehr nur die ganze Zeit nur noch von Salat ernähren. Wir machen Fischtacos. Ah. Faith ist auch da. Das ist sehr schön. So, okay. Die Toilette geht auf jeden Fall wieder. Der Kühlschrank ist auch. Funktioniert auch noch. Gott sei Dank. Ey. Gott sei Dank. Oh, und ja, nee. Wir essen jetzt. Wir machen uns jetzt erst die Fischtacos. Futtern was. Und dann gehen wir die Rechnung bezahlen, was wir uns ja jetzt Gott sei Dank leisten können. Aber es nervt mich echt ein bisschen, dass ich dafür meinen Nektar aufgeben musste. Naja. So, wie läuft's bei dir, lieber Kyle? Nicht so wahnsinnig gut. Oh, Level 4 der Kochfähigkeit, sehr schön. Das bewegt sich überhaupt nicht, ne? Aber zumindest versteht er sich schon ein bisschen mit Jay. Oh, und er hat jemanden neuen kennengelernt. Celeste? Hey, die sieht voll nett aus. Ach, ich kann nicht auf das Profil zugreifen. Aber die würde ich auch gerne dann einladen auf meine Hochzeit. Voll cool. So, wir legen das in den Kühlschrank. Und dann gehen wir raus und bezahlen die blöden Kackrechnungen. Hey, und dann glaube ich, ich gucke gleich, ob wir uns so Solarpaneele leisten können. Weil, also nochmal will ich nicht, dass mir so eine Rechnung ins Haus flattert, ganz ehrlich. Das ist krass. Was ist das hier? Mit Faith plaudern? Du, ich muss jetzt erstmal meine Rechnung bezahlen, liebe Faith. Das tut mir leid, aber es ist jetzt gerade wichtiger. Okay. Boah, so viel Geld. Wir laden, sag mal... Wie kann ich denn Sienna zu mir einladen? Geht das übers Handy? Sozial? Übernachtungsbesuch? Einladung auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Das will ich. Warum kann ich denn Sienna nicht einladen? Hä? Ist sie schon da? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich finde es gerade sehr schade, dass ich sie nicht einladen kann. Dann plaudern wir nochmal mit ihr? Ich hoffe, sie kommt dann trotzdem auf meine Hochzeit. Das wäre voll blöd, wenn das nicht klappt. Hä, ist sie hier schon irgendwo? Wer läuft hier rum? Nee, das ist sie nicht. Warum kann ich die nicht einladen? Hat das was mit der Schwangerschaft zu tun? Ha. Ich weiß es nicht. Naja, aber dann müssen wir uns jetzt erstmal damit begnügen. Aber es ist total komisch, dass ich einen Übernachtungsbesuch planen kann, oder? Ich finde das sehr seltsam. Naja. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir widmen uns vielleicht... Oder sollen wir noch ein bisschen... Machen wir noch ein bisschen Pferdetraining? Ich glaube, wir machen noch ein bisschen Pferdetraining. Wie geht's dir denn, Spirit? Ich habe keine Ahnung. Okay. Aber wir gehen mal zu ihm rüber. Und wir müssen, glaube ich, noch Beweglichkeit trainieren, oder? Ich glaube, das müsste jetzt die schlechteste Fähigkeit sein. Ja. Mhm. Genau. Dann gehen wir ein bisschen Beweglichkeit trainieren. Oh, Kyla Travis auf der Arbeit kennengelernt. Wunderbar. Hey, das funktioniert sehr, sehr gut tatsächlich. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon drei Leute kennengelernt. Und Kyle ist wieder zu Hause und hat 320 Simoleons verdient. Jamie, jetzt beschäftige dich bitte mit diesem Pferd. Ah, und jetzt sehe ich auch wieder, ihm geht's richtig gut. Okay, wir steigen auf. Und dann möchte ich, dass ihr beide noch ein bisschen zusammen trainiert. Spirit hat andere Pläne, okay. Sag mal, was liegt hier denn rum? Was ist das denn? Kritaku? Was ist das? Keine Ahnung. Naja. Wo kann ich das nochmal? Ach, direkt hier. Direkt hier. Wie geil. Dann gehen wir hier rüber. Und trainieren. Intensiv. Oh, ich spiele jetzt schon echt lang dieses Pack, ne?
Schon über ein halbes Jahr, glaube ich. Aber ich gucke immer noch so gern zu, wie die reiten. Ich finde, es ist so cool. Ich liebe dieses Pack. Ich weiß nicht, ob ich euch empfehlen würde, es euch für den vollen Preis zu kaufen, aber jetzt ist ja gerade Sale. Keine Ahnung, wie weit es runtergesetzt ist. Ich habe noch nie reingeguckt, ehrlich gesagt, weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich zu viel Geld ausgebe. aber ich mag das Pack total. Ich mag es total. Man hätte sicherlich das ein oder andere besser machen können. Also es ist nicht perfekt, aber ich habe es sehr, sehr gerne. So, lieber Kyle. Ich habe kurz vergessen, wie er heißt. Ich hätte gern das. Hä, er hat noch einen Kollegen kennengelernt. Wie krass. Ich hätte gern, dass du deine Kollegen einmal kurz anrufst. Hier den Jay. Dann kannst du eine Pipi-Pause machen. Und dann nochmal kurz die Celeste anrufen. Weil wir müssen morgen heiraten, glaube ich. Wir haben nur noch 23 Stunden, um das zu erfüllen. Das wird eine knappe Nummer, du. Das wird eine knappe Nummer. Hat. Oh, Kacke. Muss er morgen arbeiten? Er muss morgen arbeiten. Das heißt, wir müssen uns morgen frei nehmen. Kann ich mir einfach so frei nehmen? Müsste eigentlich gehen, ne? Das probieren wir später mal aus. Das probieren wir später mal aus. Ja, aber dann müssen wir das morgen, glaube ich, erledigen. Wie läuft es hier drüben? Seid ihr noch brav am Trainieren? Ja. Sehr schön. Ich habe Angst, dass sie irgendwie ein Fass umwerfen und aufhören zu trainieren, ohne dass ich es merke und dann irgendwas anderes machen. Wie weit sind wir eigentlich mit der Reitenfähigkeit? Level 8, okay. Das ist schon mal gut. Okay, dann rufen wir jetzt noch Celeste an. Ja, und soll ich jetzt einen PC kaufen? Soll ich wirklich das Geld jetzt für einen PC ausgeben? Weil eigentlich. Wir brauchen halt auch Geld für die Hochzeit dann morgen, ne? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bin ein bisschen aufgeschmissen. Ich meine. Nee, wisst ihr was? Wir können uns ja einen günstigen holen. Ich hätte gern den. Aber der kostet halt gleich 1400, ne? Der Laptop kostet 1000. Aber eigentlich wollte ich mir auch so Solarpaneele holen. Ah, das ist schwierig. Slow Motion PC. Ja, komm, ihr kriegt jetzt den Laptop erstmal. Dann haben wir jetzt noch 800 Simoleons übrig. Zur Not müssen wir morgen nochmal was verkaufen. Aber dann können wir zumindest jetzt hier mal die Videospielfähigkeit ein bisschen erhöhen. Genau, auch wenn er sich morgen. Achso, ich wollte noch gucken, wie das funktioniert mit dem Urlaub, ne? Business, Job suchen, krank melden, Urlaubstaugtag nehmen. Kann ich das gleich machen? Ach, perfekt, okay, das hat ja super funktioniert. Kyle hat einen Tag Urlaub genommen, genieße den freien Tag. Im Urlaub. Ja, geil. Okay, perfekt. Dann kannst du jetzt noch ein bisschen Sims Forever spielen. Viel Spaß. Was ist das hier? Keine Ahnung. Und ich guck mal zu den. Sag mal, was. Willst du mich verarschen? Warum schläfst du denn im Busch? Dein Haus steht direkt da drüben. Bist du dumm? Und wo ist das Pferd? Das denn hier? Ach, Jamie. Okay, wir steigen jetzt mal auf. So, ist er ermüdet oder was? Nee, wir können schon noch ein bisschen trainieren. Ein bisschen geht noch. Oder? Wie geht's ihm denn? Ja, komm, ein bisschen ist echt noch in Ordnung. Ich würde eigentlich gerne noch Level 9 erreichen. Macht Kyle irgendwas Dummes? Nee, der macht, was ich ihm aufgetragen habe. 50% erledigt, Tagesaufgabe. Wunderbar. Oh, das wird morgen ein Wettrennen gegen die Zeit, ne? Aber ich freue mich ein bisschen drauf. So, schaffen wir noch Level 9? Nee, zu Level 2 der Videospielfähigkeit. Aber ich will hier noch Level 9 erreichen. Bitte, bitte. Ja, Level 9 der Reitfähigkeit. Aufgrund ihrer Reitfähigkeit ist es nun wahrscheinlich, dass Jamie beim Reiten auf einem Pferd sehr selbstsicher wird. Ach, perfekt. Und wir haben gleichzeitig auch noch Level 5 der Beweglichkeitsfähigkeit erreicht. Das ist wunderbar. Dann bringen wir Spirit mal hier rüber.
Sims können Spirit jetzt ein Kompliment über sein Tempo machen. Spirit kann außerdem schnell um Fässer rennen, wodurch die Beweglichkeitsfähigkeit schneller ansteigt, jedoch auch schneller müde wird. Okay. Alles klar, dann bringen wir den kleinen Mann jetzt mal ins Bett hier. Da kommen sie schon. Sehr gut, wie geht's ihm denn? Ja, dem geht's eigentlich ganz gut, ne? Wir bürsten ihn noch ein bisschen, machen die Hufe sauber und so. Und dann kann er schlafen gehen. Braver Junge. Gut. Dann kannst du noch auf die Toilette gehen, Jamie. Wie sieht's hier drin aus? Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Der kann noch zu Ende zocken und dann darf der auch schlafen gehen, würde ich sagen. So, Pferdepflege ist erledigt. Wunderbar. Gut. Gut, gut. Ja, dann glaube ich, mache ich jetzt auch an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen informieren, wie das mit Hochzeiten in Sims 4 so ist. Aber ich glaube, wir machen einfach so ein gesellschaftliches Ereignis. Ich habe das Hochzeits... Wie heißt denn dieses Hochzeitspack? Keine Ahnung. Ich habe vergessen, wie das heißt, aber das habe ich nicht. Ich habe überlegt, mir das zu kaufen, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich so von so vielen Bugs gelesen habe und schon so oft gehört habe, dass irgendwie Hochzeiten danach gar nicht mehr funktionieren, wenn man dieses Pack hat. Also Hochzeitsgeschichten heißt es, glaube ich. Falls ihr das habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob es wirklich so schlimm ist oder ob ich es mir vielleicht doch holen sollte für die Hochzeit. Ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, aber gerade ist ja im Sale ganz viel. Deswegen überlege ich, ob ich es mir holen soll. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr mir da eure Erfahrungen da lassen würdet. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann ganz bald in einem neuen Video. Bis dann. Tschüss!